würde ich sagen, Bürger retten. Was denn auch sonst? Oh, daneben. Oh, ja, das war natürlich auch richtig gut. Scheiße. Das war ein bisschen zu spät. Zack. Ich liebe diese Konter. Ah, verdammt. Bisschen zu früh. Bisschen zu früh. Oh, aber jetzt. Und erledigt. Geiler Konter einfach nur. So. Danke euch. Ja, bitte. Doch nicht für. Danke. Wie merkwürdig. Wie schrecklich. Dann werden die Menschen endlich begreifen, dass der Kampf. Euch hol ich mir. Als Maul da, Passant, ey. Will er etwa gegen uns kämpfen? Ja. Wie ist das möglich? Ja, eine Wache habe ich ermordet. Ja, bitte. Ich wünschte mal immer Zeit wieder Zeit gerne, ne? Ich werde Ihnen davon erzählen. Ah, ein Franzose. Wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja? Ah, okay. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Alter, wo kommen die denn auf einmal her, hier alle? Gnädiger Gott, ein Assassin! Den zweiten Teil kenne ich ja zum Großteil, also ich hatte ihn nie ganz durchgespielt, aber ich hatte, bis wohin hatte ich gespielt, 17 Stunden Spielzeit oder so hatte ich letztendlich, also ich hatte schon so das meiste zusammen, aber auch nur den zweiten, also Revelations und so hatte ich nie gespielt. Da finde ich es wesentlich besser, dass man auch mit diesen Eliminierungsklingen kämpfen kann. Also, auch wenn Gegner einen entdeckt haben, dann metzelt man sie damit nieder. Das... Und da sind auch die Konter richtig fett. Richtig fett. So, lebt der Junge noch? Nee, der ist tot. Und abwärts. Juhu. Nächstes Ziel. Da... Oha, die sind aber weit auseinander hier. In die Richtung, okay. Na gut, dann laufen wir mal. Alter, wer wagt es da, du? Scheint wohl der Turm da zu sein. Dann laufen wir da doch mal hin. Ja, runter möchte ich. Danke. Da oben komme ich noch nicht ganz an. Messer sind schon geil. Oh ja. Oh ja. Gut, gut. Ah, und klettern, und klettern, und klettern. Jo. Drei Stück fehlen danach, glaube ich, noch, wenn ich mich eben nicht verzählt habe. Und dann noch diverse Nebenmissionen, aber... Das dürfte es dann gewesen sein, und dann können wir auch diesen Montferrat erledigen. Ich glaube, der lebt da in der Burg oder sonst wo. Und dann geht's auch schon bald aufs Ende zu. Und mit bald meine ich, dass es noch einige Zeit dauert. Weil vorher noch...
drei weitere eliminiert werden müssen. Hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Okay. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Jawohl. Okay. So. Zerstören Sie zwei Marktstände. Ach, verdammt, falsche Richtung. Scheiße. Oh, tja, das tut mir sogar leid. Nein, daneben gegriffen. Und tschüss. Double kill. Mensch? Tja, das war's. Oh. Och Mann, ey, schieb ab. Alter, das war aber auch so ein Ultraschlag da. Mit voller Kraft. Hilfe! Läuft an der Wache vorbei. Danke für eure Hilfe, Alter. Ja, kein Problem, nicht mal eine Minute. Große Sache, aber nee. Wichtig war sie allemal. Okay. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Geile Sache, was steht drauf? Ein weiterer Mann im Hafen scheint mit Wilhelm in Verbindung zu stehen. Okay. Bürger retten. Dann haben wir die Ecke hier fertig. Dann müssen wir nur noch in die andere und... damit die mich gar nicht erst nervt. Oh, okay. Ganz unauffällig. Wie geil war das denn? Voll auf den Fuß getreten. Nicht so viel reden, mehr kämpfen. Und bam! Du auch? Ah, geil, das war so besonderer Angriff. Gott sei Dank! Oh, so euphorisch. Und gleich wieder, oh, was los hier? So, Aussichtspunkt würde ich sagen. Oh, ich werde nicht davon kommen, was? Alter, schieb ab! Kann ich ja auch nichts für. Aus welchem Grund rennt er nur so? Weil ich es eilig hab. Psst. Warum sonst? Ach ja, die Fragen manchmal, die fand ich schon früher mal genial. Das ist einfach. Klasse. Ach ja. So, dann würde ich sagen, nächsten Aussichtspunkt. Schönen Ausblick aufs Meer und auf die Burg. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es auch im zweiten Teil eine Szene, die hier praktisch gespielt hat. Also in der Burg da. Irgendwie auf dem ganz hohen Turm muss man hochklettern. Oder irre ich mich da? War das im ersten Teil hier? War, glaube ich, irgendwie ein Traum oder so, den man nachgespielt hat. Ich weiß es nicht, werde mich überraschen lassen. Partisanen, Gelehrte, Aussichtspunkt. Wobei, ich mache erstmal den da. So, ich muss nebenbei natürlich auf die Uhr gucken. Aber ich habe noch einen kleinen Augenblick, den Aussichtspunkt schaffe ich eben noch. Ich habe völlig... Oh. Ups. Ich habe völlig vergessen, dass ich mich ja noch fertig machen muss und dass ich dafür so 10 Minuten brauche. Mit Sachen packen und allem. Und da ich gerade sowieso hier nackt sitze, da ist immer so eine Sache. Geil. Und zack. Was kann jemanden so in Eile versetzen? Hier komme ich hoch. Oder? Ja. Wie merkwürdig. Hm, hier komme ich überall, glaube ich, nicht hoch. Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen
widerstehen. Er wurde von Gott entdeckt. Ah, hier. Es ist nur eine Frage Zeit, Freunde. Hier kann ich hochklettern. Alles klar, damit bin ich hier schon mal auf der Zwischenebene. Ich weiß ja, hatte ich früher immer meine Probleme hochzukommen. Also hatte ich schon mal. Nee, das war's nicht. Scher du dich fort. So. Ah, hier. Dann will ich... Nee. Muss ich ja nicht einmal rum. Ich kann doch da hoch, oder? Nee. Oder auch nicht. Ist ja gut. Da muss ich wohl hier einmal außen rum und kann hoffentlich hier hoch. Nein, immer noch nicht. Alter. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme gerade. Scheiße. Alter Schwede, ein Glück. Sonst wäre ich jetzt Brei. Oder Alter, hier vielmehr. Och, kommt schon. Nee. Och Mann, ich weiß gerade ehrlich nicht, wie ich da hochkommen soll. Was wollt ihr von mir? Ah. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Sehe ich aus wie ein Kaufmann? Nein. Wir sind so barmherzig mit uns. Hier war es irgendwo, glaube ich. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, nein. Alter, das kann jetzt doch noch keinen Augenblick dauern. So, wenn ich hier hochkletter, komme ich hier nicht weiter. Gehe ich hier um die Ecke rum und kann dann dort drüben weiter. Wilhelm von Montferrat war das, genau, nicht Alfons oder sowas. Das war, glaube ich, dann doch irgendein anderer Heino. Nee, da nicht. Aber ich glaube, hier bin ich auch falsch. Verfluchte Scheiße nochmal. Och Mann. Ich will da doch nur rüber. Machen wir das. Da, genau. Oh, natürlich. Aber ein höher noch. Ein höher noch. Genau, das war so ein beschissener Scheißweg hier. Und das war doppelt gemoppelt, ich weiß, aber trotzdem, es sollte nur dem ganzen Ausdruck verleihen. Nachdruck. Nicht Ausdruck. Alter, nee, ne? Nicht ernsthaft. Jetzt komme ich hier nicht rum. Und tot. Oh, Scheiße, doch noch am Leben. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es. Wenn ihr ihn... Okay, etwas unkonventionell, war vielleicht nicht unbedingt so geplant, aber so hat es wenigstens geklappt. Bis man das hier erkannt hat, dass man da dran hochklettern kann, nur... Alter Schwede. So, weiter nach oben. Und dann hier weiter nach oben. Und dann ist das hier, glaube ich, der höchste Punkt im Spiel, auf den man klettern kann. Da können wir dann gleich nochmal die Aussicht genießen von der Spitze. Ich hatte gar keinen Schiss. Ganz normal. Kein Problem. Heilige Scheiße, ey. Und da oben ist auch noch eine Fahne drauf. Sehr schön.
Alter Schwede. Und dann darauf das Gleichgewicht auch noch halten, ne?